2012 ist er zum Lehrer des Jahres ausgezeichnet worden. Neben seinem Brotberuf steht Andreas Ferner jedoch auch regelmäßig auf der Bühne und beweist, dass die lustigsten Geschichten immer noch das Leben schreibt. Gleich begrüße ich ihn bei mir im Studio. Zunächst aber ein Blick in sein aktuelles Kabarettprogramm. Der große Unterschied ist zwischen Schule und Kabarett, Sie hier am Abend sitzen freiwillig hier. Also meistens. Er ist Kabarettist und er ist Lehrer. 50% der Lehrer werden ja Lehrer aus Rache. Auf der Bühne vereint Andreas Ferner seine beiden Leidenschaften. Bildungsminister wie der, der bei der ersten Regierungssitzung zu spät kommt. Bildungsferner ist nach Schule Euder das zweite Kabarettprogramm von Andreas Ferner. Aufgrund anhaltenden Erfolgs des Programms wird es nun wieder aufgenommen und unter dem Motto Wiederholungsprüfung um einige Gags ergänzt. Los geht es wieder ab 12. September im Aera in Wien. Schauen Sie halt zu Hause vielleicht auch ein bisschen ORF 3. Und nicht nur Teenager werden Mütter.